Hoher Besuch auf dem RWTH Aachen Campus. In einem der größten Forschungslabore zum Thema Industrie 4.0 in Europa, dem Cluster Produktionstechnik, besuchten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, seine Frau Elke Büdenbender, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und seine Frau Susanne Laschet das Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen und den Elektroautoentwickler eGo Mobile AG. Gemeinsam mit RWTH-Rektor Professor Ernst Schmachtenberg und Professor Günther Schuh erhielten die Gäste im WZL einen Einblick in den Lehrstuhl Fertigungsmesstechnik und Qualitätsmanagement. Professor Robert Schmidt, Direktor des WZL, erklärte, warum das WZL für zukunftsweisende Forschung und erfolgreiche Innovation auf dem Gebiet der Produktionstechnik steht. Das Institut ist ebenfalls an der Entwicklung des Elektroautos eGo Life beteiligt. Professor Günther Schuh, CEO der eGo Mobile AG, stellte im Anschluss den eGo Life in der Anlauffabrik vor. Der Produktionsforscher erläuterte, wie das Unternehmen das Netzwerk aus Wissenschaft und Wirtschaft auf dem RWTH Aachen Campus nutzt, um mit Industrie 4.0 eine besonders kostengünstige Prototypen- und Kleinserienproduktion zu ermöglichen. Die Exzellenzuniversität RWTH Aachen mit ihrem Campusprojekt zeige in beeindruckender Weise, wie enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis echte Innovationen hervorbringen könne, so NRW-Ministerpräsident Laschet. Und auch Bundespräsident Steinmeier war begeistert von seinem Besuch. Hier zeige sich, was von den klassischen Autobauern bisher nicht für möglich gehalten wurde, nämlich Elektroautos zu vertretbaren Preisen zu bauen.